ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Oh. Feinde haben uns aufgelauert. Ich sehe aber keine Feinde. Ist das jetzt gut oder schlecht? Okay, gucken wir mal hoch. Oh, ein Bär. Ah. Aber ein Bär, der uns auflauert, das ist ein bisschen komisch, oder? Oh, er hält aber gut was aus. Heil dich mal. Nee, nee. Schnell weg. Hohoho, 650 Erfahrungspunkte. Die dürfen uns ruhig noch öfters auflauern. Gleich sind wieder alle Heilzauber näher. So, können wir hier rasten? Nee. Na gut. Dahin soll es gehen. Das schaut nicht gut aus. Auf einer Brücke zu rasten, ist auch nicht gerade das Beste. Obwohl, man kann nur von zwei Seiten angegriffen werden. Na, das kriegen wir schon hin. Zumindest den Anfang. Ja, ihr zahlt 20 pro Kopf oder Kopf ab. Das sind 1, 2, 8 Köpfe. Zählt der Bu doppelt mit, oder wie? Also zahlt ihr 200 Goldmünzen. Ja, 8 mal 20 ist 200, passt schon. So, nee, ich bezahle bestimmt keinem Ogerling Gold. So, 200 Goldmünzen ist ein bisschen viel, findet ihr nicht? Ich meine, sehe ich aus, als hätte ich Gold im Überfluss? Okay, 200 Goldmünzen vielleicht zu viel. Vielleicht zahlt ihr 100 Goldmünzen. 100 Goldmünzen pro Kopf oder Kopf ab. Kein schlechtes Geschäft. Immer noch zu viel für meine Begriffe. Dann nehme ich lieber einen Umweg in Kauf. Dein Kopf hohl. Wirst nicht vermissen. Ja, wir töten dich. Nehmen das Zeug und kriegen das Gold. So oder so, Dummkopf. Ich denke nicht. Alle auf den da. Du läufst mal dahin, damit du einen Platz, ein bisschen mehr Platz hier hast. Daran, daran. Komm, steht euch nicht gegenseitig im Weg hier. Aber die scheinen hier eh nicht viele auszuhalten. So, was haben wir da? Oh, zwei Tränke in Edelstein. Das ist doch schick. Und Handschuhe. So, das kommt zu Immun. Kommt auch zu Immun. Tränke tun wir mal alle zu Jahira. Was haben wir denn da? Trank der Hügelriesenstärke. Hm, der ist praktisch. Und Trank des Widerstands gegen Kälte. Hm, na gut. So, jetzt ruhen wir uns aber erstmal aus. So, frisch ans Werk. So, hoch oder links rum? Hm. Immer links rum. Ja, das sieht wie eine Art Eingang aus. Und gleich zwei Knolle. Stellen wir bei ihm mal kurz das Skript ein. Auf. Na, wo bist du? Kämpfe aggressiv. Fertig. So, und dann macht ihr das von alleine.
Treppen hoch. Ja, das sieht für die Festung direkt aus. Also wie der Haupteingang. Und noch mehr Gnolle. Schön in Zweiergruppen, so können die bleiben. Hoffen wir mal nur, dass die Dünner hier jetzt nichts antun. Ich meine, wenn die sehen, dass so eine Gruppe Abenteurer da die Treppen hochgelaufen kommt und alles abschlachtet. So. Weiter. Bisher haben wir noch keinen wirklich guten Schaden bekommen. Aber die hauen ja auch gut rein hier, ne? Wie so eine wandelnde Phalanx. Einmal Schwert hoch, zack, tot. Nein, wir wollen nicht das Journal öffnen. Wir wollen hier lang. Da ist eine von diesen Gruben, die wir gesehen haben im Video. Xwarte. Autsch, hey. Lauf doch nicht weg, kleiner Mann. Genau, einfach sterben. So. Oh, das Kurzschwert können wir immerhin geben. Hat sie wenigstens auch mal eine Waffe, wenn sie keine Pfeile mehr hat. Apropos Pfeile. So. Noch ein bisschen Schmuck. Was haben wir hier oben noch? Oh Gold. Die Fässer sind alle leer. Ist da unten was drin? Nö, schaut nicht so aus. Also wieder raus da, das ist eklig. Scheint so eine Art Gefängnis von denen zu sein. Was aber komisch ist mit diesen Holzpfählen zum Hochklettern. Als muss ja immer einer genau hier Wache schieben, damit sie nicht rauslaufen. Komisches Prinzip. Naja, sind halt Gnolle, die verstehen wir nicht. So. Hier ist Sackgasse. Nee, da geht's runter. Wir kommen schnell die Treppe runter, sonst haben wir hier. Ach, genau, nur zwei Leute nebeneinander. Khaled, was machst du? Ihr werdet alle sterben. Yes, Level up. Schön, schön. Wow, 28 Lebenspunkte, so muss das sein. Und sonst nicht wirklich viel. ETW 0 ein besser und Rettungswürfe besser. Einverstanden, aber sowas von. So. Jetzt kann er wirklich immer an vorderster Front stehen. So. Und Gold und Edelsteine. Ist hier vielleicht was drin? Nö. Zumindest keine Gefangene. So, wo können wir jetzt noch lang? Wir können einmal hier hoch und einmal da hoch. Probieren wir es doch erstmal hier. Oh, Gerogon aber hat eine besondere Fähigkeit, Böses entdecken und schützt vor Bösem. Also kann die jetzt den 6-mal und den 2-mal. Das ist doch ordentlich. So, dann machen wir es doch gleich mal. Ob hier irgendwas Böses in der Nähe ist. Nö. Na gut. Eigentlich sollten nicht Khaled und Imogen vorne weglaufen. Ach, aber sie sind nur Xwarte. Das passt schon. So, mach mal Platz hier. Ja, ich sag jetzt, es sind nur Xwarte und dann stirbt ein Charakter. Das wär's doch. So.
Gold und Gold. So, weiter. Ja, das ist noch ein Grund, warum Let's Roleplay ein bisschen komisch wäre. Weil eigentlich würde man ja nicht jede Leiche, die man vor sich liegen hat, gleich ausplündern. Das heißt, man müsste den ganzen Loot als Rollenspieler eigentlich liegen lassen. Das würde das Spiel aber ganz schön interessant machen. Vor allem die ganzen magischen Sachen, die man liegen lassen müsste. Aber naja, vielleicht wage ich mich da auch irgendwann mal ran. Also ein richtiges Hardcore-Rollenspiel-Let's Play von Baldur's Gate zu machen. Wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. So, wo seid ihr alle? Aufteilen ist niemals gut. Kennen wir aus den Horrorfilmen. Genau. Schön alle zusammen. Und dann gibt es nur noch einen Weg, den wir gehen können. Nämlich hier lang. Dann haben wir die Festung fast abgedeckt. Also der Bereich hier fehlt noch. Fässer sind immer noch leer. So, Kerugon vor. Uha, das sind schon ein paar mehr. Hat Jahira noch irgendeinen Zauber? Ja, Segnung. Hat alle erwischt. Schön, schön. Naja, alle außer Imoen, die ist immer zu weit weg. Ja, sauber, sauber. Die Leichen werde ich so erstmal liegen lassen. Weil ich will schnell weiter, solange der Zauber noch anhält. So, gleich weiter, Jungs. Wir müssen den Zauber ausnutzen. Oh, 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 oh. Genau, Veterane. Das kann ja lustig werden. Kommt ihr alle ran? Ja, super. Ah, und der Zauber ist weg. Jetzt wird aber nur Khaled angegriffen. Raus da. Na komm, raus da. Jahira ran und Minsk hat eh eine längere Reichweite durch seinen Zweihänder. Hoffe ich zumindest. Ja, schaut gut aus. Irgendwohin schießt auf den armen Gnoll hier, der nichts machen kann. Aber nicht schlecht. Oh, sein Schwert ist weg. Beide Schwerter sind zerbrochen. Wir brauchen echt eine magische Waffe, die kann wenigstens nicht zerbrechen. So, du teilst mal deine Schwerter mit ihm. Das geht echt gar nicht. So. Pfeile sind auch schon wieder zur Hälfte leer. Also hier nach gehen wir erstmal zurück nach Nashkel und holen uns neue Schwerter und Pfeile. Und verkaufen den ganzen Ramsch, den wir hier gefunden haben. So, kommt mal weg da, damit wir alle angreifen können. So. Och nö, nicht weglaufen. So. Mal kurz nach. Gold. Oh, ganz viel Schmuck. Und da ist wieder so ein ganzer Trupp. So, erstmal sammeln und dann alle auf einen. So ist schön. Oh, Gnoll Elite. Wo ist Khaled? Der wird angegriffen. Oh nee, du hast zu wenig Lebenspunkte. Du gehst erstmal weg. Zack. Regen oder Sonnenschein, ich genieße es, im Freien zu sein.
Oh, das war sogar gereimt. Wie süß. So, da geht's hoch. Vorher gucken wir nochmal hier runter. Haben wir da drüben schon geguckt? Nee, ne? Gucken wir auch gleich mal nach. Hier scheint aber auch nicht zu sein. Oh, doch. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Ja, du warst von Knollen gefangen. Das ist natürlich Rüpel. Aber gut. Ich danke euch für meine Rettung. Es war mutig von euch, jemanden wie Minsk in die Schlacht zu folgen. Wenn auch ein wenig unbedarft. Ich besitze nichts, was ich euch zum Lohn geben könnte. Außer meinen Beistand im Kampf. Vielleicht kann ich ja eine Weile mit euch ziehen, auf dass ich eine Gelegenheit finde, um meine Schuld zu begleichen. Minsk ist, nun ja, Minsk. Aber immerhin ist er ein tapferer Kämpfer, wohingegen ich den Zauberkünsten bewandert bin. Wollen wir uns zusammentun? Ja, wir können auf jeden Fall noch Magier gebrauchen. Ihr seid bei mir willkommen. Man kann nie genug Freunde haben. Ja, das ist doch mal eine Paladin-Antwort. Ich zweifle nicht daran, dass ihr ein interessanter Reisegefährte sein werdet. Okay, und wir haben eine volle Gruppe. Schön, schön. Schauen wir gleich mal, ob sie den Zauberspruch noch braucht. Und den da. Und ob sie die Sachen identifizieren kann. Weil Magier haben auch einen recht guten Wert hier in, wer ist auf Deutsch, Überlieferung. 13, 15. So, kann sie nicht. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Okay. Naja, aber mit jedem Level up wird es halt bei ihr höher. Den braucht sie anscheinend nicht. Nö, den hat sie schon. Schön, schön. Magisches Geschoss ist einer meiner Lieblingszauber. Also auch später noch im High-Level-Bereich im zweiten Teil. Kommt schön schnell raus, ganz viel kleiner Schaden. Trifft immer, unterbricht schnell. Jo. Und hier haben wir Klopfen, damit kann man Schlösser knacken. Kopiert in das Zauberbuch, ist aber...